herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ja, wir wollten ja mit dem jetzt mit der Thousand Union jetzt beginnen. Damit werden wir jetzt auch anfangen, Step by Step. Wir müssen mal Leute töten. Wir fangen an mit dem Kollegen hier. Das ist der gute Onkel James. Gute Frage, die gut ist, mir geschützt, ob der nur alleine da ist, wenn ich ihn alleine... Steht hier drunter, oder was? Ey, da hat natürlich ein paar Leute dabei, das ist klar. Ich weiß, ob ich ihn jetzt sofort kriegen kann. Jetzt hält sie mir die Granate genau von dir. Tot. Das war der Plan. So, die Jungs lassen wir mal aus, müssen da stehen. Vor allem den ersten Toten. Der zweite ist hier der. Wir haben noch 88.000. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun heute. Erstmal würde ich mir gerne die ganzen Typen holen. Dann schauen wir mal, wie weit wir da runterhalten, dass die ganze Ding runter haben. War auch der Plan, jetzt gerade den Kopf mal wieder zu metzeln. Lang nicht gesehen, was? Wo steckst du so? Ich weiß, dass der dahinter sitzt. Scheiße. Lang nicht gesehen, was? Der ist tot. Ja, treten wir ihn in den Arsch! So. 8000 bringen die Typen. Oh Gott, da haben wir noch echt viel einiges zu erledigen. Also, warte mal, ich möchte jetzt gerade. Ich lasse die jetzt gerade so ein bisschen immer in Ruhe. Ich schubbe meistens, wenn es möglich ist, direkt die Typen. So, befrage die Brüder der Thousand Union. Da hinten ist wieder einer zum Töten. Bewegt euch hinter ihm! Fertig, du Arsch!
dass wir den Informanten jagen oder was? Ich beschall's mich. Geht mir aus dem Weg. Ich muss die Streife in Frisco Fields loswerden. Ich hab keine Munition mehr. Mir auf dem Weg! Na los! Ich sterbe! Jawohl, ich hab ihn. Wenn du weiterleben willst, erzählst du mir alles über Chesters Geschäfte. Der Bel-Air-Supermarkt! Da geht nach Geschäftsschluss etwas vor. Was auch immer es ist, Mr. Moreau versucht es geheim zu halten. Du arbeitest jetzt für mich. Definitiv. So, 80.000 haben wir noch. Das war leider nur ein Informant, also wir müssen wieder einen töten. Ich brauche zwingend mal wieder... Ich hab so gut wie nichts mehr an. Ich muss wieder jemanden töten. So, dann machen wir das so jetzt. Im Idealfall, der sitzt in dem Container wahrscheinlich. Warte mal, Telefon. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich hätte Hilfe bei den Telefon gebraucht. Ich würde das gern für dich erledigen. Kaputt. Onkel Andrew ist erledigt. Seine ganze Familie zu. Arschloch! Hab ich schon. So, tot. Alle. Das Geld nehme ich natürlich gerne mit. Das sind zwar nur 33 Dollar, aber ich hab sie. So, ein bisschen Kohle wieder einsacken. Zack, zack, zack. Ein bisschen Munition vor allen Dingen. Hier muss noch Geld liegen. Und nehmen wir das mal mit. Ah, perfekt. Wunderbar. Gut, dann haben wir die Jungs mal auch komplett auseinandergenommen. I like it. Läuft momentan. Das ohne mein Adrenalin. Alter. Kann ich eine Apotheke irgendwie anrufen oder so? Das soweit auch erledigt. Warte mal. Wir haben doch bestimmt noch ein bisschen irgendwo noch eine Möglichkeit, jemanden zu töten. Da ist der nächste Kollege. Es ist Onkel Thaddeus. 72.000. Also haben wir jetzt wirklich viel Flamme dann überhaupt noch auf der Karte so drauf. Zwei. Okay. Zwei Leute, die Jungs, die wir noch töten müssen. Zwei Leute, die wir noch töten müssen. Das heißt 16.000, dann wären wir bei 56 noch. Also wir hätten noch genug zu tun. Ich vermute, dass da noch hoffentlich wahrscheinlich einiges sein. Also das könnte, wie gesagt, das letzte große Ding sein, deswegen auch nochmal diese 100.000.
Oder vielleicht gibt er uns wirklich nochmal einen kompletten Bonus, wenn wir alle töten. Und wir wollen nämlich auch alle töten. Das ist unser Ziel. Die Frage ist, ob wir das jetzt auf die Reihe kriegen. Schnell genug gewesen. Aus dem Weg! Das hast du verstanden. Wir wünschen, du willst. Er ist hier. Genau hier. Bin bereit für Übungen. Wo laufen die denn weg? Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Der ist tot. Nutzloser. Du machst gar nichts, Kollege. Nein. Nein. Aber ich glaube, ich habe den noch mitgenommen. Ich glaube, es hat doch gereicht, um den mitzunehmen. Ich glaube, es hat noch gereicht, um den Typen mitzunehmen. Weil ich habe den, glaube ich, noch mitgenommen. Onkel Thaddäus, der müsste eigentlich mit down sein, weil den habe ich erwischt. Ich habe nämlich, wie gesagt, ich habe auch noch ein Viertel Leben gehabt. Zwei Drittel Leben gehabt, so. Ich meine, die $300 oder was wir jetzt verloren haben, wahrscheinlich. Ist jetzt auch egal. So viel dürfen wir nicht verloren haben. Nee, haben wir nicht. So, die Frage ist aber, Thaddäus jetzt kriege ich down. Das ist Onkel Jude. Okay, dann haben wir Thaddäus. Ja, wir haben Thaddäus noch gekriegt. Okay, das hat gezählt. Wunderbar. Gut, dann machen wir jetzt hier weiter. Ich hole mir natürlich, wie gesagt, nochmal ein Erste-Hilfe-Set. Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Kann ich meinen eigenen Mann eigentlich angreifen? Nee, kann ich nicht. So. Dann noch mal das erste Hilfe-Ding hier. So. Und dann machen wir uns auf. Jetzt lädt der gerade irgendwas nach. Ich habe den Fernseher jetzt die ganze Zeit nicht benutzt und alles umeinander. Der war. Geht jetzt komplett aus, oder was? So. Da leg mich doch. Geh mal weg. Weg! Vorne vor allen Dingen auf und die sichere Weste hier noch mitnehmen. Sicher, sicher. So, dann haben wir das soweit auch. Und dann müssen wir jetzt hier raus. So. Wunderbar. Vor allen Dingen habe ich, wo ist mein Auto? Ja, wahrscheinlich nicht mehr da, ne? Das heißt, ich darf mir jetzt eine neue Mühle organisieren irgendwie. Ist nicht mehr da. Dann muss ich den hier nehmen, der hier steht. Die Frage ist, darf ich den nehmen? Oder da kommt jetzt gleich wieder ein böse Auto geklappt. Am Auto, ja. So, okay. So, jetzt muss ich gerade... Ich kann immer noch nicht auf die Uhr gucken. Jetzt soll man sich mal mein Handy gucken gerade. Damit kriegen wir noch einen. Komm, den einen holen wir uns doch. Den einen holen wir uns auf jeden Fall noch. Dann haben wir dann auch so weiter. Okay, ich nicht. Scheiße, wa? Warte mal, das sind erst Hilfekassen. Wir müssen wieder auf ein bisschen was kommen. Ja, ein bisschen Energie dazu holen.
Der springt schon 50 Kilometer vorher. Da vorne ist auch noch einer. Wunderbar. Dann habe ich drei wieder. Wirklich wieder. Vielleicht. Willkommen. Willkommen. Ich will auch kommen. Was? Was ein Mann in Übersee tun muss. Geh mal weg! Das muss ein bleiben. Machen wir gut hier. Mein Onkel und mein Daddy haben im letzten Krieg gedient. Und die haben nie einen Pieps von dem gesagt, weil sie die Armee die Fabrik nach dem Krieg geschlossen hat. So, der nächste dürfte noch da vorne in der Tanke sein, oder was? Ne, ein ordentliches Stück dahinter. Hier ist eine Sicherung irgendwo. Wo ist die? Moment. Hier. Zählt er mir jetzt wieder auf Null? Das heißt, weil ich habe ja gerade das Gebäude betreten. Zählt er nicht, okay. Ich dachte mir jetzt, okay, der macht jetzt mal irgendwie ein Big Reset auf Null. Ich hätte mir gerne hier angeguckt, aber es sieht schon wieder besser aus. Oder ist es? Ach, hier vorne war das gewesen. Okay. Doch, er macht das tatsächlich. Ich hole mir nämlich jetzt den nächsten Ersthilfekasten noch. Dann habe ich vier wieder. Dann sieht das wieder. Ich darf hier. Wo willst du denn hin? Auf Klo. Ich sind immer zu den Kämpfen gegangen. Kaum zu fassen, dass die Boxhalle niedergebrannt wurde. Kann sein. Okay, ich hatte die Möglichkeit, es in. Ich hatte mir jetzt nichts. Darf ich denn jetzt den Kasten nicht holen? Oh, okay. Ich hatte mehr. Nachdem sie die Nacht auf dem Betonboden verbringen musste. Die Bullen haben gesagt, wenn sie sie nochmal zu Gesicht bekommen. Wo willst du denn? Ich mach gar nichts. Ich fahr weiter. So. Ich hatte gehofft, dass ich tatsächlich noch einen vierten kriege, aber kriegen wir nicht. Schade. Aber dann holen wir uns jetzt den, glaube letzten Vollstrecker. Da müssen wir wieder diese 46.000 haben. Oder? Aber die Frage ist, was kriegen wir dafür? Was ist denn der? Eine Kirche da oder was? Du wirst um deinen Tod betteln, Kleiner. Wo ist der Mensch? Ich sitze hier. Geil. Kurz die Kopf ausschalten. Ich muss die Streife. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei den Telefonen brauchen. Klar doch. So. Würde mich interessieren, wo der mit dem Schießeisen hin will. Und so? Halt mich da lieber auf. Ich hab den abgewürgt. Das bewaffnet! Runter! Aber jetzt die Feinde, die uns bereit sind. Man kann nie wissen, wann Remy. So.
Dann habe ich doch noch irgendwo einen Hilfekasten. Wo ist denn der? Gib ich doch. Wo ist denn der? Sehe ich niemanden, ne? In der Tür. Ja, wir mal auf Klo. Natürlich. So, dann hat das auch alle. Schon mal wieder 4. Und dann sieht das wieder deutlich angenehmer und besser aus als vorher noch. Gut. Was haben wir dann als nächstes noch offen? Wir haben noch 3 Teile der Frisbee Union auf jeden Fall, wie gesagt, klar. Und dann haben wir, glaube ich, auch alle, fast alles im Gebieten weg, ne? Ja, haben wir, super, das sieht doch schon wieder alles gut aus. Oh, das sieht doch super alles aus. So. Dann geht das jetzt hier weiter mit Frisco Fields, und zwar dem Teil dort. Aber das würde ich dann sagen, machen wir in der nächsten Folge. Da ist meine Energie gerade wieder ein bisschen. Ne? Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei Let's Play Mafia 3. Ja. Bis dann. Tschüss.